Hallo zusammen, heute zeige ich euch einen Go Anywhere Burger. Zeit, den Grill anzuschmeißen. An einem der letzten Wochenende habe ich mir eine kleine Auszeit in einem holländischen Ferienpark gegönnt. Und was nimmt man damit? Natürlich den Go Anywhere. Ich packe in der Regel den Go Anywhere so, dass das meiste von meinem Zubehör im Innenleben des Go Anywheres verstaut werden kann. Ich habe im Übrigen eine Kohleversion und eine Gasversion, bevor jetzt gleich der Hinweis mit den anderen Grillrosten kommt. Ich habe natürlich auch die gusseiserne Version, aber die befindet sich zurzeit parallel auf dem Gas Go Anywhere. Es gab eine Zeit, da habe ich auf diesem Kanal regelmäßig Go Anywhere Videos gedreht. Das ist in den letzten Monaten etwas zu kurz gekommen, also Zeit mit diesem kleinen Film hier nochmal ein kurzes Revival zu starten. Natürlich habe ich dann auch meinen Anzündkamin mit dabei. Ich habe hier die kleine Version für die Kohlemenge an Briketts und normaler Holzkohle für den Go Anywhere total ausreichend. Und die starten wir jetzt einmal. Ich habe das hier ein bisschen vorgedreht. Ihr seht, das Haus, in dem ich hier wohnte, ist richtig schön an so einem kleinen Wasserlauf gelegen und wirklich, wirklich sehr idyllisch. Nach rund 20 Minuten sind meine Briketts hier einmal durchgezogen. Und ich habe dann eine von diesen kleinen Plastik-Alu-Auffangschalen. Und diese gebe ich an die Seite vom Grill. Jetzt habe ich einmal direkt und einmal indirekte Hitze zur Verfügung. Ich öffne jetzt die Ventile unten und zwar so schräg und habe das Ventil oben auch geöffnet, sodass quasi von unten links nach oben rechts ein Kamineffekt entsteht und die Briketts noch weiter den Go Anywhere vorheizen. Jetzt geben wir einen ordentlichen Schluck Wasser mit in die Auffangschale und dann starten wir mal mit unserem Burger. Im Übrigen, wenn ich beim Hollandurlaub einkaufen gehe, dann kommen bei mir 99% meiner Zutaten und alles von Albert Heijn. Und bei Albert Heijn gibt es, finde ich, so ganz, ganz geile Burgerbrötchen im Viererpack, die noch kurz etwas aufgebacken werden müssen. Gesagt, getan, die Ferienwohnung gibt leider keinen Backofen her, aber hier auf dem Go Anywhere einfach 10 Minütchen bei indirekter Hitze, zwischendurch vielleicht einmal die Seite tauschen, kann man diese Brötchen auch hervorragend fertig aufbacken. Wenn dann die Brötchen fertig aufgebacken sind, dann kann man diese wieder runternehmen und dann kümmern wir uns um die Burger Patties. Da nehme ich es dann im Urlaub auch nicht päpstlicher als der Papst. Noch eine kurze Handvoll Holzspäne für etwas Raucharoma auf die Briketts gegeben und dann gibt es hier so richtig coole mit Jalapeno und Pfeffer gewürzte Burger Patties. Die werden kurz von beiden Seiten gegrillt. Die Holzspäne geben wirklich ein cooles Raucharoma und das ist auch rauchtechnisch überschaubar und nach ein paar Minuten werdet ihr sehen, haben wir auf unseren Burgern eine richtig, richtig schöne, braune, knusprige Kruste und das sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt nochmal ein paar Minuten von dieser Seite. Im Übrigen habe ich mit der gleichen Kohlemenge noch 10 weitere Burger gegrillt hinterher, also ne, neben den Fotomodellen, die ich euch gleich zeige. Also die Kohlemenge ist für meine Verhältnisse und für dieses für diesen Zweck vollkommen ausreichend. So, jetzt sind die anderen Minuten um. Jetzt geben wir eine ordentliche Ladung Käse oben drüber. Das ist ja gut, dass man in Holland ist. Käse können die. Und ja, dann schieben wir das Ganze auf die indirekte Hitze und stellen den Deckel wieder drauf. Und dann kann der Käse noch schön schmelzen. Also für mich ist der Go Anywhere eine echte Burgermaschine und dann wollen wir den Burger natürlich jetzt auch mal zusammenbauen. Das ist jetzt das Burger Patty und hier gibt es auch beim Albert Heijn total geil Hummus und Avocado, also so eine Art Guacamole mit Hummus. Das finde ich eine geniale Kombination, passt hervorragend auf diesen Burger. Etwas Salat, dann natürlich unser Patty, ein paar Röstzwiebeln und dann habe ich im Albert Heijn auch gefunden, die Guru Barbecue Soße. Habe ich jetzt auf ganz vielen Instagram-Profilen und bei Facebook gesehen in den letzten Wochen. Ich war froh, dass ich diese mal probieren durfte. Das ist das Ergebnis, ein sensationeller Go Anywhere Burger im Urlaub. Was kann es Schöneres geben? Ja, schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ja, ich genieße jetzt noch den Sonnenuntergang mit dem Ausblick auf die Nachbarhäuschen. Hab mir einen Grolsch aufgemacht. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und kommentiert. Sagt doch auch, welches Bier ihr in Holland am liebsten trinkt. Ich bedanke mich derweil fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.